Moin, Servus, Mahlzeit, Grüezi und Hallo. Ja, Einsatz verpasst, Scheiße. Heute fahre ich den Kami, Knoos hier. Gucken wir uns mal an hier. So, Battle Rating 1,3, leichter Panzer, bei den Japanern, 37 mm, Typ 1 Kanone. 132 Schuss, und wir werden ich natürlich nie mitnehmen. Und 7,7 mm, Typ 97. Na, wie heißt das Ding, was immer Ratta-Ratta macht? Genau. MG. Und gucken wir uns mal ein bisschen die Panzerung an hier. Toll ist nicht, also wie so oft bei den Fahrzeugen hier ist das Rohr am heftigsten gepanzert, beziehungsweise die Platte davor. Und ja, der Rest ist einfach zu vernachlässigen. Da kannst du fast mit einem Buttermesser durchschneiden, ne? Und man sieht ja, wo die Munition hier gelagert ist. Man sieht natürlich auch, wie groß der Munitionstyp dann ist. Das ist auch eigentlich auch mal ganz gut zu wissen, was man eigentlich da wirklich abfeuert, weil manche können mit den Zahlen einfach nicht viel anfangen. Und ich sag mal, ab in die Schlacht hier. Ich hoffe, ich komme jetzt schnell rein. Sonst müsste ich das rauseditieren und wäre jetzt auch nicht das Problem, aber ich kann auch einfach ewig drüber labern. Ist auch kein Ding. Und bisher, ach, ja, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Also, ich muss wirklich sagen, ist mit der hässlichste Panzer, den ich hier je gesehen habe. Oder mit einer der hässlichsten, sagen wir von fünf richtig hässlichen, ist er auf jeden Fall mit da drunter. Ja, Top 5 der hässlichen Panzer hier. Und so richtig überzeugt bin ich noch nicht von dem Teil. Und gerade in Tunesien weiß ich nicht, ob er sich da bewähren wird. Aber wir werden mal schauen. Und ich muss natürlich gucken, wie viele Plätze jetzt, also wie viele Einstiegspunkte jetzt insgesamt vorhanden sind. Denn ich habe so einen Favoriten, wenn der verfügbar wäre. Ist er auch. So, ich nehme also 25 Schuss mit. Hier gebe ich auch mal ein bisschen runter. Also machen wir es auf, ja, 50, 40. Und ich nehme den Punkt bei C. Da guckt euch das Ding an. Ich meine, das sieht ja richtig scheiße aus. Aber die Japaner haben am Anfang immer so richtig hässliche Panzer. Ich glaube, die haben die einfach so gebaut. Naja, wie soll ich das sagen? Also Design war denen jetzt eigentlich relativ egal. Oder Formschönheit. Er sollte halt irgendwie einen Nutzen haben. Und da kann er auch mal aussehen wie ein Brotkasten, wie ein Fahrender. Und so haben sie auch dann letzten Endes gebaut. So. Ich hoffe, dass jetzt irgendwas passiert. Und zwar nicht mir, sondern anderen. Ich nehme auf diesen Punkt, ich nehme ihn auch, wenn wir von der anderen Seite starten und der Einstiegspunkt dort verfügbar ist, zu C hin. Das ist auch so eine blöde Angewohnheit, man sollte öfter auch mal was Neues probieren, nur denke ich mir immer, hier kann man eher was reißen oder schneller was reißen, aber das ist alles subjektiv. Das ist ja nicht dein Ernst hier. Oh Mann, mit dem. Oh Scheiße. Der rammt er mich echt mit seinem Pack da und da habe ich voll daneben gesammelt. Irgendwie stehe ich nicht richtig. Aber wir nehmen ja schon einen, das ist doch schon mal. Was ist das? Ein Neubaufahrzeug. Stehen wir noch nicht richtig. Da hatte ich gerade was, das wird irgendwie die Turmdecke oder so sein. Gut wäre, wenn man den irgendwie raustreiben könnte. Ja, komm. Oh, nee, so leicht lässt er sich nicht rauslocken. Ich hoffe trotzdem ein paar Treffer zu machen. So blöd das klingt, aber man will ja auch einen minimalen Treffer, der gar nichts bewirkt hat. Man will ja auch wenigstens Abschusshilfe noch kriegen. Oh, wieso habe ich da jetzt hingeschossen? Ist da bekloppt? Und jetzt hängen wir alle da an einem Ziel. Guckt euch das an. Und der verendet einfach nicht. Eigentlich müsste jetzt einer mal die Eier in der Hose haben und dann vorfahren hier. Das werde ich wohl nicht sein. Aber ich meine, doch, hallo, komm hier, hallo. Da haben wir schon einen. Ein wagemutiger ist nach vorne unterwegs.
Aber lebt immer noch. Ja, wenn der nicht mehr gleich. Ich krieg keinen vernünftigen Treffer hin hier. Bisher habe ich nur Munition verschwendet. Der ist auch schon beschädigt. Jetzt würde ich vielleicht einen Abschusshilfe kriegen, weiß ich nicht. Denn der Kollege mit seinem, was war das, BT7, BT5? BT5 ist da einfach mal hintergesammelt. Jetzt bin ich so blöd runtergefahren hier. Und ich kriege eine Abschusshilfe. Aber wenn man bedenkt, wie lange das jetzt gedauert hat. Naja. Wenigstens die Optik des Wassers entschädigt mich hier schön smart grün. Oh shit, was war das? Ja, ich weiß, was das war. Ich war, das war ein Panzer. BT5. So, ich schleiche mich mal vor hier. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der hat mich schon auf dem Kicker hier. Scheiße, Mann. Echt keine Durchschlagskraft, diese. Fuck you. Wenn der jetzt vielleicht mal auch irgendwann mal kaputt gehen würde. Ja, immerhin. Schon wieder nur eine Abschusshilfe. Oh! Ich habe Artillerie frei, da kann ich sie jetzt nicht hinschmeißen, sondern treffe ich auf jeden Fall den Kollegen und der muss ja nicht unnötig noch reparieren. Man weiß ja nicht, was noch da kommt und der muss ja. Ich muss ihn ja nicht verkrüppeln, damit er weniger kampftauglich ist. Oh, jetzt sehe ich aber, da ist noch ein zweiter. Und ich habe gerade meine Artillerie verballert. Der Typ ist weg und jetzt beschießen sie mich hier. Eigentlich nur warten, bis die Flugzeuge weg sind. Ich glaube, man sieht auch, wie langsam der Kranz ist, wie langsam der Turm sich dreht. Komm ich jetzt auf Kranz? Ich habe, glaube ich, irgendwie habe ich eben gerade an Turmdrehkranz gedacht und ich glaube, hier wird es gleich richtig scheiße. Noch sind sie oben und ich sehe hier auch nichts. Das Blöde ist, wenn ich jetzt so lange hier gucke, von mir kann schon längst einer sein, den ich noch nicht gesehen habe. Oder von der Seite mich gleich weg zimmern hier. Ich fahre trotzdem mal vor, vielleicht kann ich hier irgendwie, kann ich hier durchgucken. Ich glaube, hochfahren wäre eigentlich jetzt mit das Falscheste. Euch wahrscheinlich werde ich trotzdem machen, da sind noch mehr. Vielleicht kriege ich ja rechtzeitig noch Artillerie zusammen. Ja, jetzt sind das schon drei. Und die zwei auf der anderen Seite. Und ja, das klingt scheiße. Okay, die sind auch nicht vor mir gelandet. Sie sind vor mir gelandet, aber nicht direkt vor mir. So, also das sollte ich überleben. Was habt ihr denn für einen Explosionsradius? Nein, nein, nein! Die blöde Sau! Für den ganzen Scheiß nur 608 Punkte, was ist das denn? Ich merke auch schon, dass erstmal Artillerie auf C. Gleich kommt noch irgendeine Tunte und schießt mich weg. Ich fühle das richtig, denn jetzt läuft schon wieder mal richtig scheiße. Hako Commander. Ach, das Ding habe ich auch. Das ist so ein Premium. Das Blöde ist, ich meine, für Artillerie, die sind ja nicht doof. Eigentlich da Artillerie hinzuschmeißen, ist total bescheuert, weil denn die wenigstens bleiben auf der Brücke stehen und das gibt's doch nicht. Vor allem noch der, der mich hier platt gemacht hat gerade. Nur der Kommandant, das heißt nichts. Oh, mehr Treffer. Ich sag mal. Jetzt der Ladeschütze, immerhin. Irgendwas fühlt sich nicht gut an hier, ich weiß auch nicht. Geht der mal kaputt hier oder was? Ich habe die falsche Munition, sehe ich gerade. Ah, ich wechsle. Scheiße. Oh Gott, ey. Ja, ich sagte doch, irgendeine Tunte kommt gleich und dann. Naja. Oh, so ein Dreck hier.
207 Punkte ergaunert hier. Ah, immerhin. Unser Berliner Weißwurst hier. Currywurst. Mit der Berliner Currywurst, bis gleich. Na, ratet mal, wo wir jetzt sind. Ja, schon wieder Tunesien und schon wieder an derselben auf derselben Position hier. Mein Gott, ich habe so viel Versprecher in letzter Zeit, ist mir auch scheißegal eigentlich. Ich bin so anarchistisch eingestellt hier. Ja, soll ich jetzt noch was sagen? Nee, das war's eigentlich schon. Ah, da muss ich gerade so tierisch niesen, ey. Ja, das ist eine spannende Info, ich weiß, aber muss ich trotzdem mal vor mir gehen, nicht, dass jetzt einige denken, ah, guck mal, wie verstopft seine Nase klingt, der klingt ja so zu. Der hat doch irgendwie, ne? Vielleicht genießt oder so. Ja. Ah, mein Gott, ich versuche hier einfach nur irgendwas jetzt zu reißen. Wie oft habe ich das schon gesagt? Und dann hat es wieder nicht geklappt. Aber man soll ja nicht aufgeben und vor allem nicht die Hoffnung. Und ich probiere es jetzt trotzdem wieder. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Jetzt sind wir hier mehr auf der Seite. Oh Gott, wie lange das dauert, bis der Turm sich dreht. Und ich meine, das Ding ist fertig modifiziert. Also ich sehe jetzt hier nichts. Aber da die nicht cappen, wird auf jeden Fall jemand sein. Ganz vorsichtig hier, behutsam. Wie ein Elefant im Porzellanladen. So, ich sehe, die knallen sich da schon weg. Das ist ein Horo. Also auf jeden Fall ist das ein Panzerjäger oder sowas in der Art. Selbstfallerfette. Ich sehe jetzt erstmal noch gar nichts. So auf der Minimap, aber hier vorne eben nicht. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Artillerie ist frei, die hebe ich mir erstmal auf jetzt. Und zwar hierfür. Scheiße. Ja. Hallo. Das Ding mal gedreht ist hier. Wo ist ja einer ziemlich nah? Wo ist denn der jetzt? Der ist jetzt weg. Einer ist weg. Da ist auch nichts. Da! Die Sau! Boah! Alter, sieh zu! Gott, wieso komme ich immer in solche Situationen? Wieso wurde der mir nicht rechtzeitig angezeigt? Scheiß Kacke hier. Komm jetzt, mach. Mach doch mal was. Ich muss schon wieder reparieren. Ich bin bekloppt hier. Ja, und da ich ein starkes MG habe. Ach, der war schon weg. Scheiße. Aber okay. Ist auch in Ordnung, denn er ist verreckt und hat mich nicht kaputt gemacht. Er hat mich nicht kaputt gemacht. Und das reicht mir eigentlich schon. Oh ja, hallo. Ihr Lord Landschiff hier. Landschiff ist er? Landschiff oder Landschiff? Wie auch immer. Das hat mich gerade aufgeregt jetzt irgendwie. Also nicht wirklich. Das habe ich vorhin auch schon mal gesagt. So leicht innerlich fand ich das irgendwie scheiße. Okay, Bombe abfangen. Da kann ich mir rein. Ja, O1. Ob da jetzt mit einer Panzergranate? Ich weiß nicht. Artillerie, erstmal ein bisschen freiballern hier. Ich glaube, das war der Typ, den ich gerade da gesehen habe, und der ist jetzt weg. Jetzt habe ich genau auf den falschen Punkt die Artillerie, weil der rausgenommen wurde. Naja. Da doch, hier war gerade anvisieren. Jetzt geht er nicht mehr. Ist doch heute echt nicht mein Tag. Also manchmal hat man auch echt Pech. Und dann liegt es einfach nicht am Panzer, sondern man hat einfach einen scheiß Tag erwischt. Irgendwie fährt er hoch, irgendwo für. Da, komm hier. Ey, ich muss weiter vorfahren.
Denn ich werde jetzt hier nicht weiter rumpimmeln und warten, dass der irgendwie vorkommt. Das wird sowieso nicht passieren. Einfach weil er jetzt schon eine ganze Weile unter Beschuss ist und der wäre ja ganz schön doof, wenn er jetzt dann vorfährt. Also versuche ich hier irgendwie, weil er gerade hoffentlich abgelenkt ist, hochzukommen und doch mal ein bisschen zu treffen hier. Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. So ein Kill wäre immer schön hier. Ja, Treffer. Ja, komm, dreh dich, Baby. Stimmt, scheiße. Kannst jetzt aber nicht ändern, doch hier vielleicht ein bisschen vorfahren, aber nur ganz wenig. Boah, ich hab einen Kill, Digga. Bin ich gut. Jetzt muss ich abschätzen, wie der fährt. Wird das stehen? Nee, da sind ja Felsen. Vielleicht kriege ich ja sogar noch einen Kill hin. Das wäre natürlich toll. Also mit den meisten japanischen Panzern habe ich eigentlich immer Glück gehabt. Wenn ich Videos aufgezeichnet habe. Also ich meine, da ging schon was, ne? Das meine ich noch. Da lief was. Hier ist es jetzt gerade richtig irgendwie nicht so. Der ist so schnell, hell, kritischer Treffer, Ladeschütze aber nur. Und wieso bin ich in der Luft? Verdammte Kacke. Der fährt voll auf mich zu. Scheiße. Dann bin ich vorbei. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, warum ich versucht auf den zu stürzen hier, weil. Ach, leck mich doch, Mann. Ganz im Ernst, den Kami, den mag ich nicht. Der muss aufpassen. Also für mich ist es bisher der schlechteste Panzer eigentlich bei den Japanern. Also mir fällt jetzt keiner ein, der irgendwie schlechter ist. Verbündete Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Polomotka. Das ist irgendwie russisch oder polnisch, aber ich glaube eher russisch oder irgendwie so. Ukraine ist aus dem Bereich jedenfalls. Kann natürlich auch sein, dass er sich jetzt recht hier. Okay, er ist ausgestiegen. Ja, nicht gekillt. Ach, Scheiße. Was ist das denn da gerade? Da ist er wieder. Oh, fuck you. Die Durchschlagskraft ist einfach nicht richtig gegeben hier, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Jetzt komm hier, komm. Noch. Oh, du Pisser. Geschütz geladen. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Also, jetzt einfach hier, jetzt wird man langsam nervös hier. Was? Kein Wirkungstreffer. Kritischer Treffer, immerhin, schnell, das muss jetzt richtig flott gehen hier. Bevor der hier wieder repariert und dann einfach so abritzelt. Oh ja, scheiße, das gibt's auch nicht. Kommt jetzt mit Bomben hier. Ich dreh ab hier. Was ist denn das? Wieso bin ich hier alleine vorne? Jetzt muss ich mir irgendwie hier ein bisschen Luft verschaffen. Ja, ich weiß, dass sie cappen. Das ist natürlich scheiße. Und mit dem Teil hier kann ich auch nicht allzu viel ausrichten jetzt. Außer natürlich mit dem Schlafflugzeug. Muss ich mal gucken, dass ich jetzt irgendwie auch noch einen treffe. Ich hoffe, die verbunkern sich jetzt nicht alle da unter der Brücke. Ich weiß auch noch nicht, was ich jetzt für ein Flugzeug bekomme. Ob mit Raketen oder mit Raketen. Das gibt es doch nicht. Ein verkackter Jiker. Okay, was haben wir denn da? Alles leichte Panzer. Nein! Da war eine Abschusshilfe. Okay, scheißegal. Ich meine, manchmal muss man halt zusehen, dass man irgendwie einfach nur nützlich ist. Man kann halt nicht so auf die Kills gehen. Wo ist der Typ? Wieso sehe ich den nicht? Jetzt ist er noch mehr da. Also einer ist noch dazugekommen jetzt. Das war mein Tape-Deck. Ich habe gerade eine Kassette aufgenommen. Ja,
CD auf Kassette, ja, kann man auch mal machen, ne? Wir sind bereit zu feuern. So jetzt aber wenn er sich da eh verbunkert. Okay, wir recappen, das heißt, der vorne ist weg. Ach, scheiß Palmer, leck mich. Aber ich will mich auch nicht zerprügeln lassen. Hier ist der jetzt. Der ist auch weg jetzt, oder? Ich cap erstmal mit und dann fahre ich mal vor. Auf jeden Fall läuft die Runde bisher besser als die davor. Die Zone Overhead, wir werden relativ schnell gleich gewonnen haben. So, der Kollege, der gerade nicht beschossen wurde, wird ist hier in den Buchten also wohl auch keiner. Gehen wir davon aus, wir werden jetzt schön gewinnen. So, das sieht ganz gut aus. Da wo ich stehe, werde ich jetzt niemanden mehr wegmachen. Ich habe gerade gesehen, wie er gegen die Palme gefahren ist. Also ich bin wahrscheinlich voll erschrocken hier. Und wir werden gewinnen. Also relativ ausgeglichen, davor verloren, jetzt gewonnen. Abschlusshilfen werde ich wohl keine mehr kriegen, da hier kein Panzer mehr zerstört wird. Doch, da hatte ich noch einen Abschluss bekommen. Siebter. Naja, immerhin dafür, dass ich jetzt nicht allzu viel machen konnte mit der Krücke. Ist leider so. Also mir gefällt er nicht, aber ich muss ihn auch nicht so häufig fahren. Von daher, alles gut. Danke fürs Zuschauen. Ich lasse ein Abo. Tut euch nicht weh und würde mir helfen. Viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns aber im nächsten Video, wenn ihr wieder reintunet hier auf Knochenbrigade FM. Also bis dann. Ciao, ciao.